Willkommen zurück zu unserer kleinen Pokémon der Erde Nuzlocke Challenge. Jetzt wollten wir uns ein neues Pokémon fangen. Flame haben wir ja geschenkt gekriegt, dementsprechend zählt das zum Glück nicht. Und Aciel darf uns den Fänger spielen. Was kriegen wir denn Schönes, wenn wir es gefangen kriegen? Ein Taubsi! Damit hätten wir einen Flug-Pokémon, wenn es uns gelingt, es zu fangen. Schlafbrüder. Damit kriegt Aciel zumindest schon mal keinen Schaden mehr. Konfusion. Nochmal Schlafbrüder. Klappt sogar. Einen Crit wird Taubsi nicht überleben. Ja, ich hoffe mal, dass kein Crit kommt. Ja, die Hoffnung war nicht umsonst. Pokéball. Damit haben wir einen Taubsi gefangen. Wird ein neuer Eintrag im Buch reingelegt. Ist ein Kleinvogel. Sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutze aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Möchtest du Taubsi einen Spitznamen geben? Jawohl. Mir fällt einfach nichts Besseres ein. Birdie. Wie gesagt, mir ist einfach jetzt nichts Besseres eingefallen für Schnelle. Dasselbe Spielchen machen wir nochmal. Weil das hier ist schon wieder eine ganz andere Rose. Okay, so schnell habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Was haben wir jetzt? Ein Myraplas. Myraplas. Mal gucken, ob es eine Konfusion überlebt. Ich hoffe es. Ich hoffe. Nein, Volltreffer, damit ist die Route auch dicht. Aber wir haben immerhin unser Birdie gefangen. Jetzt machen wir die Route auch weiter, wenn wir einmal dabei sind. Ja, ja, gerade vom Mondberg Pokémon in Bestform. Ich frage mich, wie der angestellt hat. Macholo! Ja, da ist Aciel doch wunderbar dagegen. Konfusion und weg damit. Ich sagte weg damit. Nicht mit Aciel. Okay, doch. So, damit hat Macholo einen auf Mütze gekriegt. Kleinstein, Pokémon wechseln, ja. Blume. Och ja, was machen wir jetzt? Egelsamen. Nutze ich irgendwie gerne Egelsamen. Ich weiß auch nie warum. Eigenegel. Was machen wir denn jetzt? Flame? Nee. Assi, er braucht noch ein, zwei Level. Erstmal ein Schlückchen trinken. Also, Integram war Konfusion. Ja, erhöhe die Verteidigung. Wir greifen speziell an, aber macht dir nichts draus. Hauptsache Aciel gewinnt. Ja, geht doch. Nun erreicht Level 13. Schön. Er lernt Rankenhieb noch besser. Irgendwie gefällt mir das. Das ist ein Teenager oder irgendwas in der Richtung. Flame. Flame ihm mal was weg.
ein Ratz, Ratz. Ja, ja, das wirft wieder Erinnerungen hoch. Die ist halt eine Ulk. Los geht's. Oh, geht doch. Flame erreicht Level 11. Avitak. Pokémon wechseln. Ja. Pika Pika. Und hau rein. Danke. Anstatt dass das mal funktioniert, ohne selber Schaden zu kassieren. Das wäre ja auch zu viel verlangt. Aber Level 18. Du bist richtig gut. Ja, weiß ich. Pokémon wechseln, Flame weg und dafür Blume nach vorne. Brauchen wir für die nächste Arena. Ja, ich möchte noch Bill und ja, ich kämpfe auch gegen dich. Und nein, du wirst nicht gewinnen. Auch wenn du sowas wie ein Onyx einsetzt. Böse Erinnerungen, ganz böse Erinnerungen. Kreide schreibt ihm zum Glück nicht viel. So, bepflanzt, Rankenhieb. Na, schafft unser kleines Dad Solo. Aber sowas von. Erreicht Level 14, besiegt Wanderer. Du hast viel Erfahrung. Nein, ich will Erfahrung einfach nur... Okay, nennen wir es Erfahrung. Und wieder Flame nach vorne. Ein Party besucht. Ich will auch Party. Möchte ich wirklich. Wir kommen ja noch niemals nach Orania City. Flakemon. Und dann setze ich Kumanda ein. Ja. Aber nicht so viel, ja, wusste ich doch. Sehr effektiv noch eine Konfusion. Komm schon, komm schon. Sei brav. Danke. Flame erreicht Level 12. Bist mir nicht böse, finde ich gut. Und der nächste, bitte. Aha, der Freund ist cool. Okay, ist er das. Nehmen wir mal so hin. Nidoran Level 15 gegen Flame. Könnte aber klappen. Okay, habe ich da was falsch im Kopf gehabt? Scheint fast so. Klapper, nein, Blume, nein, Asiel, versuch dein Glück. Nicht sehr effektiv. Also diese Aktion vom Einwechseln war auch schon mal sehr gut. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht mal mit gerechnet. Naja, solange es so klappt, wie ich es mir denke. Oder mir jedes Mal aufs Neue erhoffe. Nidoran weiblich, möchtest du Pokémon wechseln? Nee. Da ziehen wir jetzt durch. Volltreffer. Schön. Besiegt Göre, ich war nicht in Form. Wie wär's dann mal mit einer Diät? Tausch. Blume. Wenn einer schon so Wanderer anlachen. Was kann der schon haben? Macholo, Kleinstein, Onyx. Eventuell auch mal ein Mankey, aber...
Level 13 gegen Level 14. Sollten drei Rankenhebe reichen. Der Kampf müsste durch sein. Müsste. Eins. Nächstes Kleinstein wechseln. Nein. Noch ein Rankenhieb. Das war Nummer 2. Level 15. Macholo. Ah, da funktioniert so ein Rankenhieb nicht. Macholo, 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 Macholo. Asiel. Das Einzige, was tödlich sein könnte, ist ein Karateschlag. Okay. Wie ich unser kleines Metro dauernd unterschätze. Kleinstein. Ja. Blume. Wir serven aber gleich mal mit ein paar Tränken um uns. Finde ich, hört sich nach einem Plan an. Nein! Bin ich blöd. Danke, Lieb. Ja, so kriegt man die Zeit des Videos auch rum. Du hast mich besiegt. Ja, habe ich. So. Wie gesagt, jetzt werfen wir mit Tränken um uns. Werf die Tränke in den Club. So, Pikachu. Ah ja, ist gut. Trank. ACL. Ist gut. Und Flame. So. Pokémon wechseln. Und Flame nach vorne. Tausch. Blümchen. So. Und den müssen wir so besiegen. Weil dahinter liegt ja noch was. Das möchte ich haben. Sonst müssen wir ein paar Episoden drauf warten, dass wir uns das einsammeln können. Da habe ich keine Lust. Nee, Flame, hau ab. Klopper. Klopp ihn mal zu Boden. Hyperzahn, ja, danke. Danke! Schande, Fußkick. Die Walfee. Rätsern in Kerben schicken. Pokémon wechseln, ja. Oh. Flame. Nur, da ich soeben noch mit Tränken nicht geschmissen habe. Dass das immer so knapp werden muss, ne? Egal was wir machen, es wird immer knapp, egal auf welcher Route. Noch nie Sinn des Ganzen sein. Ja, Silberblick kannst du gerne einsetzen. Brennt. Jetzt wechseln wir nochmal auf Blume. Und kriegen beide ein bisschen Erfahrung. Ja, da reicht auch ein Zettel. Flame erreicht Level 13. Und Blume erreicht Level 16. Besiegt Pfadfinder. Ach, so ein Mist. Hey, Blume entwickelt sich. Zu was entwickelt sich eine Blume? Zu einer Knospe. Ja, eigentlich eine Same zu einer Knospe, aber... Ich habe so an eine Endentwicklung gedacht. CM19 müsste Geowurf sein, gucke ich jetzt aber auch nicht nach. Aber nochmal einen Trank einsetzen wäre nicht verkehrt, davon haben wir ja genug. Eigentlich könnten wir da noch einen zweiten reinschmeißen. Ach nee, lassen wir sein. Ich glaube, wir haben jetzt noch zwei Trainer vor der Nase. Und dann ist die Route auch abgeschlossen.
Du wusstest, dass du gegen mich kämpfen würdest. Okay. Ein Ritter an. Hatten wir dich schon mal? Ich glaube schon. Fling, zeig ihm, wie stark ich bin. Dafür verschwende ich keinen Blut. Sondern Pokémon wechseln. Ja. Sondern Boden. Blume. Ich brauche den eigentlich auch nur für zwei Arena-Leiter. Den kleinen Bisa. Ein Trainer noch. Dann ist er durch und dann besuchen wir Bill, wie angekündigt. Nyrapla. Ja, das müssten wir eigentlich recht gut platt kriegen mit Glut. Eigentlich. Und so schlecht sah das doch jetzt gar nicht aus. KP durch den Absorber, mehr kann es nicht. Mir gefällt's. Komm schon, noch ein Blut. Ach schön. Unsere Farbe besiegt, Level 14. Topsy wechseln, ja, Pita. Warum sollen wir uns das schwerer machen, als es eh ist? Wobei, so schlecht ist es eigentlich nicht, wenn man die zigtausend Fast-Fails sieht. Dann kann man auf den Trichter kommen. Pokémon wechseln, ja. Da hast du dich eben schon so gut bewährt. Komm, Blut. Brennt. Hey, gefällt mir. Dann kommt noch ein Absorber, dann kann ich noch einen Kratzer hinterher setzen. Und der müsste dann eigentlich auch schon ausreichen. Müsste, sollte. Und bis jetzt hat er nicht immerhin darum. Und daran ändert sich auch nicht viel. Schön. Nein, nicht neidisch, auch gut. Dann ab zu Bill. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Hey, Pikachu ist genauso verwirrt wie ich. Ich habe eigentlich Bill erwartet und nicht irgendein Pokémon. Hallo, ich bin ein Pokémon. Spaß beiseite. Ich bin keines. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt und dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Du siehst aus wie ein Pokémon, nicht wie ein kombiniertes Mannequin. Wie sieht es aus? Hilfst du mir? Meinetwegen. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Ja, könnte ich tun. Naja, Pikachu versteht das immer noch nicht. Macht euch nichts draus. Ich auch nicht. Zellteleporter in Gang gesetzt. Und. Da ist er wieder draußen. Und Pikachu versteht gar nichts mehr. Danke, Kumpel. Du machst bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein? Das wird schade. Wie kann ich dir nur danken? Nimm einfach das hier. Erhält ein Bootsticket. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MSN. An Bord befinden sich nur Trainer.
Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag so viel Trubel nicht. Hättest du Lust hinzugehen? Ja, ich habe soeben schon gesagt, ich will zur Party. So, raus, rein, auch wenn es bescheuert erscheint. Schau dir doch einfach auf dem PC ein paar meiner seltenen Pokémon an. Genau deswegen bin ich da nochmal rein. Lieblings-Pokémon. Erstmal Evoli. Das kriegen wir auf jeden Fall. Flamara. Dafür haben wir ja unser Glumanda. Müssen wir uns also eigentlich nicht besorgen. Ein Blitzer. Ja, könnte interessant sein sogar. Aquana, Wasser. Dafür haben wir später einen Turtok. Und was uns das Ganze jetzt gebracht hat, kann ich euch lieben gerne mal eben kurz zeigen. Weil wir haben uns das jetzt noch nicht mal nur einfach so just for fun mal angeguckt. Oh ja, immer diese Scrollerei. Wir haben sogar die Einträge gekriegt. Nicht als besitzt, aber zumindest schon mal gesehen. So, jetzt gehen wir kurz zurück, heilen unsere Pokémon, beenden den Part für hier. Und mal schauen, wann wir uns dem nächsten Arena-Leiter widmen. Oder auch Leiterin. Gucke ich mir später an. Ah, guck mal, da könnten wir jetzt auch schon hin. Machen wir jetzt aber nicht. So, speichern. Naja, nicht speichern, heilen. Klar. Bei Joy kann man heilen. Das ist ja normal, aber... Speichern bei Joy? Hm? Naja. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Komm in jeder Zeit wieder vorbei. Ja, werde ich machen. Jetzt speichern wir aber. Speichern. Hat das Spiel gespeichert. So, danke fürs Zuschauen und vielleicht bis zum nächsten Mal zur Pokémon Gelbe Edition Nuzlocke Challenge.